Ein Meer aus bunten, glitzernden Kostümen strahlte am vergangenen Wochenende über das Erich-Hess-Eisstadion in Berlin. Der Eissport hatte seinen Höhepunkt. Über 150 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden trafen mit einem gemeinsamen Ziel aufeinander. Sie wollen die Sieger bei den offenen Berliner Meisterschaften und im Länderpokal großer Berliner Bär werden. Von Charts über Filmmusik und Klassik flitzten die Läuferinnen und Läufer über das Eis und präsentierten der Jury das gesamte Repertoire des Eiskunstlaufens. Für die Läuferinnen und Läufer ist es ein ganz besonderes Erlebnis, an diesen Wettkämpfen in der Hauptstadt teilzunehmen. So, für mich ist es hier speziell, dass es mein erster internationaler Wettkampf ist. Beim großen Berliner Bär kriegt man halt Punkte, also mehr Punkte als beim anderen Wettkampf. Und die Eishalle ist hier viel wärmer als in den anderen Städten. Wir freuen uns natürlich, weil wir als ausrichtender Landesverband, als Berliner Eissportverband diesen Stellenwert mit diesem Wettbewerb hier deutschlandweit haben. Die Kür kann von den Eisläuferinnen und Eisläufern frei gestaltet werden. Es müssen aber Elemente wie Kreisschrittfolgen, eine kombinierte und eingesprungene Pirouette und Solosprünge in die Performance eingebaut werden. Die Punktrichter begutachten viele Aspekte, um die höchstmögliche Punktzahl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vergeben. Die Verbindungselemente müssen vor allem vielfältig und sauber ausgeführt werden. Bei der Durchführung der Performance präsentiert der Eisläufer harmonische und synchrone Körperbewegungen, um somit die Übereinstimmung der Bewegungen und Elemente zur Musik anzupassen. Im Länderpokal der Nachwuchsdamengruppe 2 setzte sich die Favoritin Olesja Rai mit 100,47 Punkten knapp vor ihrer Teamkollegin Hanna Pfaffenroth mit 100,33 Punkten vom ERC Westfalen durch. Die jungen Eiskunstläuferinnen zeigten ihre persönliche Sternstunde, die sich durch ihren individuellen Stil und ihre Eleganz auszeichnete. Sie erreichten auch ihre Saisonhöchstpunktzahlen. Der thüringische Favorit Lukas Röseler zeigte eine herausragende Showeinlage in der Jugendklasse der Herren. Meine Leistung, wie ich jetzt bewerten könnte, war an sich ganz in Ordnung, aber natürlich ist immer noch Luft nach oben. Wenn man beim Training gut arbeitet, dann klappt beim Wettkampf auch alles. Im Kür konnte ich noch mehr, also Ausdruck und noch mehr besser, also besser springen. Der große Berliner Bär dient als nationaler Kadernachweis, bei dem sich die Sportler ihre Kadernorm erlaufen. Die Kadernorm umfasst mehrere Kategorien. Einerseits die spezifische Norm, die bei Wettkämpfen zum Vorschein kommt. Andererseits sind die athletischen und konditionellen Fähigkeiten für eine Nominierung erforderlich. Die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer müssen sportspezifisch an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen und dabei eine gewisse Punktzahl erreichen, sowie ihre künstlerische Seite zum Tragen bringen. Die Freude an ihrem Sport war den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sofort anzusehen. Sie sind alle auf einem guten Weg. Wer weiß, wen wir bald als Olympiastarter von morgen auf dem Eis begrüßen dürfen.